Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Wieso Politik, Mr. G. Heute sprechen wir über den Sozialstaat und dabei besonders über den deutschen Sozialstaat. Wie gehen wir vor? In einem ersten Schritt sprechen wir über den Sozialstaat im Grundgesetz, also den Gedanken von Sozialstaatlichkeit als einen festen Bestandteil unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. In einem zweiten Schritt sprechen wir über die Ziele des Sozialstaates, also über Ziele von Sozialpolitik. In einem dritten Schritt stellen wir uns die Frage, wie Sozialstaatlichkeit in Deutschland eigentlich finanziert wird. In einem vierten Schritt sprechen wir über Grundsätze des deutschen Sozialstaates, also über Organisationsprinzipien von Sozialpolitik. In einem fünften Schritt schauen wir uns unterschiedliche Modelle von Wohlfahrtsstaaten an. Wohlfahrtsstaat deshalb, da sich dieser Begriff in der internationalen Sozialpolitik durchgesetzt hat. Und der deutsche Sozialstaat ist natürlich nur eine Ausprägung von Wohlfahrtsstaatlichkeit, von Sozialstaatlichkeit. Und in einem sechsten Schritt schauen wir uns an, vor welchen Herausforderungen der Sozialstaat steht. Viel Spaß! Der Gedanke von Sozialstaatlichkeit findet sich an verschiedenen Stellen im Grundgesetz wieder. Das liegt daran, dass der Sozialstaat ein fester Bestandteil der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ist. Beispielsweise Artikel 1, Menschenwürde. Hier heißt es, die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Was ist hiermit gemeint? Hiermit ist natürlich gemeint, dass alle Menschen einen Wert haben und zwar unabhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Und daher ist es die Pflicht des Staates, ein würdevolles Existenzminimum für alle Menschen bereitzustellen, damit sie in diesem Land anständig leben können. Dann hätten wir Artikel 3, Gleichheit. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Das heißt, der Staat darf nicht diskriminieren. Und er muss dafür sorgen, dass Nachteile auch abgebaut werden. Das heißt, Menschen müssen unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Alter, Religion, Behinderung am gesellschaftlichen Leben teilhaben dürfen. Artikel 6, Ehe und Familie. Ehe und Familie stehen unter besonderem Schutze der staatlichen Ordnung, heißt es hier. Klar, Familien sorgen füreinander. Ganz klar, Familienmitglieder stehen füreinander ein und es ist natürlich klar, hier werden Kinder erzogen. Und diese Aufgabe ist offensichtlich so wichtig, dass der Staat sagt, Ehe und vor allem die Familie muss besonders geschützt werden und man muss die Familie auch finanziell unterstützen, beispielsweise zum Beispiel durch Kindergeld. Dann Bildung, Artikel 7. Das gesamte Schulwesen steht unter Aufsicht des Staates. Es gibt eine Schulpflicht in Deutschland, ganz klar. Aber damit ist es nicht getan. Schulen müssen auch so gut sein, dass ja die Bildung alle Menschen zu einem, ja sagen wir mal, selbstbestimmten Leben in unserem Land befähigt. Dann haben wir Artikel 12, Berufsfreiheit. Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen. Beruf ist natürlich der wichtigste Weg, Einkommen zu erzielen. Aber der Beruf ist natürlich auch wichtig zur Selbstverwirklichung und der Schlüssel zu gesellschaftlicher Teilhabe. Dann hätten wir hier Artikel 14, das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet, Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt. Hier heißt es allerdings auch, Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch soll zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Was ist hiermit gemeint? Eigentum ist natürlich ganz wichtig, Herausbildung einer gewissen privaten sozialen Sicherheit. Wenn man beispielsweise ein Eigenheim hat und das abbezahlt hat, muss man keine Miete zahlen. Das heißt, der Staat ist also der Meinung, dass Eigentum gebildet werden muss, damit die Menschen auch ein gewisses Maß an sozialer Sicherheit haben. Eigentum ist aber kein Selbstzweck, sondern Eigentum ist immer auch in Zusammenhang mit dem Allgemeinwohl zu verstehen. Zumindest heißt es so im Grundgesetz. Dann hätten wir Artikel 20, ganz wichtig, hier ist es nochmal ganz klar gesagt, das sogenannte Sozialstaatsgebot. Hier heißt es, die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Das heißt,
Die Politik kann sich nicht aussuchen, ob sie Sozialpolitik betreiben will. Sie muss Sozialpolitik betreiben, denn die Bundesrepublik Deutschland ist per Definition, per Verfassung, per Grundgesetz ein Sozialstaat. Die Ziele des Sozialstaates und der Sozialpolitik sind vielfältig. Das oberste Ziel des Sozialstaates und der Sozialpolitik ist allerdings, kann man vielleicht so sagen, die Schaffung von sozialer Gerechtigkeit. Ja, soweit so gut. Die schwierige Frage ist jetzt natürlich, was man unter sozialer Gerechtigkeit versteht. Denn Menschen verstehen Gerechtigkeit durchaus unterschiedlich. Deshalb gibt es auch unterschiedliche Gerechtigkeitsprinzipien, die sich an die jeweilige soziale Situation anpassen. Da allerdings Gerechtigkeit so unterschiedlich interpretiert wird, wird versucht, dieses Gerechtigkeitsziel durch vielfältige Teilziele zu erreichen. Und diese Teilziele schauen wir uns jetzt einmal besonders an. Als erstes hätte man den Schutz der Menschen vor Lebensrisiken im Rahmen einer Sozialversicherung. Da kommen wir gleich zu, denn die Sozialversicherung ist, kann man so sagen, der wesentliche Bestandteil des deutschen Sozialstaates. Als zweites hätte man den Schutz vor Not, also den Schutz vor Armut, beispielsweise durch eine Art von Sozialhilfe. Im Moment heißt die Sozialhilfe in Deutschland vor allen Dingen Arbeitslosengeld 2. Es wird gerade diskutiert, dieses Arbeitslosengeld 2 in eine Art Bürgergeld umzuwandeln. Der Grundgedanke ist aber immer sehr ähnlich. Es wird ein Regelsatz an Geld pro Person definiert, den ein Mensch bei Bedürftigkeit bekommt, also wenn der Mensch nicht in der Lage ist, sich selber zu versorgen. Und dieses würdige Existenzminimum bekommt jeder Mensch vom Staat bereitgestellt, also bei Bedürftigkeit. Wenn jetzt mehrere Menschen in einem Haushalt wohnen, beispielsweise als Familie, werden die Regelsätze zu einem Haushaltseinkommen addiert. Das wäre die Sozialhilfe. Dann als drittes hätte man die Abmilderung großer Ungleichheit durch Steuerpolitik. Wie in vielen anderen Ländern auch, haben wir in Deutschland einen progressiven Steuertarif bei der Einkommensteuer. Was heißt das denn jetzt? Das heißt, dass höhere Einkommen mit höheren Steuersätzen versteuert werden. Das heißt, je höher das Einkommen von Menschen ist, desto mehr müssen sie prozentual von ihrem Einkommen an den Staat als Einkommensteuer abführen. Geringe Einkommen werden, wenn überhaupt, nur sehr gering besteuert oder, wenn sie sehr gering sind, ein sogenanntes Existenzminimum, werden sie gar nicht mit der Einkommensteuer versteuert. Dann hätten wir als viertes allgemeine Wohlstandsmehrung, zum Beispiel durch Vermögenspolitik oder Subventionen. Hier könnte der Staat auf die Idee kommen und sagen, also wir finden es so wichtig, dass es Familien gibt und wir finden es ganz besonders wichtig, dass Familien eben auch in der Lage sind, sich ein Haus zu bauen oder ein Haus zu kaufen. Wir unterstützen Familien beim Erwerb eines Eigenheimes. Man kann das Eigenheimzulage nennen, man kann das Baukindergeld nennen. Auf jeden Fall würde der Staat so vorgehen, dass man den Erwerb von Wohneigentum bezuschusst. Als fünftes hätte man die Prävention durch Gesetzgebung im Arbeitsschutz, im Umweltschutz, im Gesundheitsschutz und natürlich Prävention durch Bildungspolitik. Denn der Sozialstaat soll natürlich nicht Menschen einfach nur durch Geld versorgen, sondern der Sozialstaat soll als aktivierender Sozialstaat Menschen befähigen, wieder für sich selber zu sorgen. Das heißt, wenn Menschen beispielsweise Arbeitslosenhilfe bekommen, soll dieser Zustand nicht einfach beibehalten werden, sondern Menschen sollen in die Lage versetzt werden, wieder eine Arbeit zu finden, eine Arbeit aufnehmen zu können. Gut, wichtig, je mehr Ziele und je umfassender diese Ziele erreicht werden sollen, desto teurer ist natürlich auch der Sozialstaat und desto höher sind natürlich auch die Sozialausgaben der Gesellschaft. Und daher sind Sozialausgaben auch immer Gegenstand politischer Diskussion. Nun, Sozialpolitik, und ich hoffe, das ist ja einigermaßen deutlich geworden, darf jetzt nicht als Armenpolitik verstanden werden. Das ist ein häufiges Missverständnis, sondern Sozialpolitik ist Gesellschaftspolitik und soll eben auch die gesamte Gesellschaft in irgendeiner Form betreffen.
Besonders deutlich wird das, wenn man sich die Sozialversicherungen anschaut. Hier sind Lebensrisiken im Mittelpunkt und diese Lebensrisiken können halt alle Menschen betreffen. Und die deutsche Antwort auf diese Lebensrisiken im deutschen Sozialstaat ist immer eine Form der Versicherung. Ja, wenn die Menschen krank werden, was macht der Staat? Er versorgt die Menschen durch eine Krankenversicherung. Das heißt, die medizinische Versorgung wird entsprechend durch eine Versicherung abgesichert. Menschen können einen Unfall haben. Im schlimmsten Fall sind sie auch erwerbsunfähig dadurch. Die Antwort ist auch hier wieder eine Versicherung, eine Unfallversicherung. Tja, wenn Menschen lange leben, werden sie alt, manchmal auch sehr alt. Und wenn Menschen so alt sind, dass sie ja nicht mehr erwerbstätig sein können, dann ist die Antwort auch hier eine Rentenversicherung. Das heißt, während man erwerbstätig ist, erwirbt man Ansprüche an eine Rentenversicherung, die dann im Alter die Versorgung übernimmt. Ja, es kann sein, dass Menschen pflegebedürftig sind. Vor allem im Alter steigt dieses Risiko natürlich an. Und auch hier sagt der Staat, wir haben eine Pflegeversicherung, die sich um die Versorgung von pflegebedürftigen Menschen kümmert. Ein weiteres Lebensrisiko wäre Arbeitslosigkeit, kann jeden Menschen betreffen. Und auch hier springt natürlich dann eine Versicherung ein, die Arbeitslosenversicherung, die in der Zeit der Arbeitslosigkeit die Menschen versorgt. Hier ist es allerdings wichtig, sich nochmal klarzumachen, dass die Arbeitslosenversicherung nicht als ein Dauerzustand zu verstehen ist, sondern sie soll vor allen Dingen eine Überbrückungshilfe sein, denn das Ziel des Sozialstaates ist es natürlich, Menschen wieder in Arbeit zu bringen, also in die Lage zu bringen, sich selber zu versorgen. Gut, und hier sieht man das nochmal ganz deutlich, die fünf Säulen des Sozialversicherungssystems. Hier wird vielleicht nochmal deutlich, wie wichtig die Sozialversicherung ist und dass sie ja letztlich durchaus der Kern des deutschen Sozialstaates ist. Die Finanzierung des Sozialstaates funktioniert vor allen Dingen über Sozialversicherungsbeiträge und Steuern. Wenn nämlich der Bürger einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgeht, also Arbeitnehmer ist, muss er von seinem Lohn Sozialversicherungsbeiträge bezahlen. Allerdings wird der Bürger natürlich auch besteuert. Und die öffentliche Hand ist sehr einfallsreich, was Steuern angeht, die sie von ihren Bürgern verlangt. Auf jeden Fall, der Sozialstaat finanziert sich im Wesentlichen durch Sozialversicherungsbeiträge und Steuern. Die Bürgerschaft bekommt natürlich auch Leistungen zurück, beispielsweise Fürsorgeleistungen wie möglicherweise Arbeitslosengeld II und Sozialhilfe bei Bedürftigkeit, Wohngeld bei Bedürftigkeit, Versorgungsleistungen wie Pensionen, Kindergeld oder auch das Elterngeld, aber selbstverständlich auch Versicherungsleistungen wie Leistungen der Krankenversicherung, der Rentenversicherung oder auch der Arbeitslosenversicherung. Nun, in der politischen Diskussion spielen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern immer eine wichtige Rolle. Begrifflich sind sie zwar unterschiedlich, aber Sozialversicherungsbeiträge wirken durchaus ähnlich wie Steuern. Wir haben hier so eine vereinfachte Lohnabrechnung für einen ledigen, kinderlosen Arbeitnehmer in Nordrhein-Westfalen. Wir haben hier den Bruttolohn von 2.500 Euro und hier sieht man, dass natürlich Steuern fällig werden, aber eben auch eine ganze Menge an Sozialversicherungsabgaben, die sogenannten Arbeitnehmerbeiträge. Am Ende hat man dann den Nettolohn. Wichtig ist hier, dass der Arbeitgeber seinerseits noch einmal Sozialversicherungsbeiträge für seine Arbeitnehmer bezahlt. Das Ganze nennt man dann paritätische Finanzierung, das heißt, Arbeitnehmer und Arbeitgeber teilen sich quasi die Finanzierung der Sozialversicherung, also finanzieren die Sozialversicherung gemeinsam durch die sogenannten Lohnnebenkosten. Das sieht man hier an dieser Grafik nochmal ganz gut. Krankenversicherungsbeiträge werden vom Arbeitgeber und Arbeitnehmer finanziert mit 7,3%, Rentenversicherung jeweils mit 9,3%, Arbeitslosenversicherung mit 1,25% und Pflegeversicherung in der Höhe von 1,525%, Stand 2020 hier. Auf jeden Fall, der Grundgedanke ist
hoffentlich klar. Arbeitnehmer und Arbeitgeber finanzieren die Sozialversicherung ja letztlich gemeinsam. Wichtig ist allerdings, dass man hier versteht, dass diese Aufteilung eher symbolischer Natur ist. Denn die Sozialversicherung wird eben über den Lohn finanziert und die Sozialversicherungsbeiträge, also die Lohnnebenkosten insgesamt, wirken eben entsprechend auch Lohnkosten steigernd. Ja, das heißt, insgesamt erhöhen die Sozialversicherungsbeiträge die Lohnkosten. Also der Beitragssatz insgesamt ist eigentlich entscheidend, wenn man sich Gedanken über die Finanzierung des Sozialstaates macht oder der Sozialversicherung in diesem Fall. Ja, hier haben wir noch eine andere Darstellung. Hier ist der Beitragssatz auch mal zusammengefasst dargestellt. Hier stand 2022. Beitragssatz für die Rentenversicherung 18,6%, also Arbeitnehmer und Arbeitgeber zusammen. 14,6% für die Krankenversicherung, in etwa 3% für die Pflegeversicherung und 2,4% für die Arbeitslosenversicherung. Jetzt ist hier oben noch so eine Beitragsbemessungsgrenze dargestellt. Was ist das denn jetzt? Ja, hier muss man sich klar machen, dass nicht das gesamte Einkommen die Sozialversicherung finanziert, sondern das sehr hohe Einkommen, zumindest zu einem Bruchteil, von der Finanzierung der Sozialversicherung ausgenommen sind. Denn der Teil des Einkommens, der oberhalb dieser sogenannten Beitragsbemessungsgrenze liegt, dieser Teil oder diesem Teil des Einkommens werden keine Sozialversicherungsbeiträge auferlegt. Das ist wichtig, dass man das eben auch weiß. Ja, also die Beitragsbemessungsgrenze schützt quasi sehr hohe Einkommen gegen ja, eine sehr starke Belastung durch die Sozialversicherung. Gut, ja, Beitragssatz, das wären diese sogenannten Lohnnebenkosten. So, wenn man sich jetzt Gedanken über die Finanzierungsfähigkeit des Sozialstaates macht, muss man sich klar machen, dass eine wichtige Annahme für einen stabilen Sozialstaat in etwa so lautet, dass eine Volkswirtschaft eine wachsende Bevölkerung haben muss, einen hohen Beschäftigungsstand und ein, ja, sagen wir mal, angemessenes Wirtschaftswachstum bei stabilem Preisniveau. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, ist die Finanzierung eines Sozialstaates überhaupt kein Problem. Wenn es allerdings bei diesen Voraussetzungen Schwierigkeiten gibt, dann ist natürlich auch die Finanzierung ein Problem. Der Kerngedanke in der Finanzierung der Sozialversicherung oder des Sozialstaates an sich ist der sogenannte Generationenvertrag. Jetzt können natürlich junge Menschen sagen, hä, was ist denn das? Habe ich nicht unterschrieben? Nee, ist ja auch nur ein Wort. Den hat eigentlich keiner unterschrieben. Das ist letztlich so eine Art Abmachung, dass die erwerbstätigen Erwachsenen, hier dargestellt durch dieses blaue Männchen, in zwei Richtungen ja quasi solidarisch sind. Erstens, Kinder und Jugendliche erhalten Unterhalt und Erziehung, Ausbildung und Pflege, heißt es hier, wenn die Erwerbstätigen tatsächlich eben auch Kinder haben. Nur dann ist das ja der Fall. Im anderen Fall ist es aber so, dass natürlich alle Erwerbstätigen natürlich das Einkommen durch Beiträge und Steuern der Rentnergeneration finanzieren. Also die finanzieren durch ihre Beiträge und Steuern die Altersrenten. Die Idee ist ganz einfach die, dass die erwerbstätige Bevölkerung durch dieses sogenannte Umlageverfahren die Altersrenten finanziert, aber durch diese Finanzierung selber Ansprüche erwirbt an die zukünftige erwerbstätige Generation, also die Kinder, die dann später selber Arbeitnehmer sind. Gut, das Problem ist jetzt beim Generationenvertrag, dass der eigentlich in zwei Richtungen geht und auch so gemeint ist, denn sonst funktioniert er nicht. Er geht in zwei Richtungen, nämlich alt und jung. Und es gibt durchaus mittlerweile eine große Gruppe von Menschen, die diesen Generationenvertrag nur zur Hälfte erfüllt, einfach dadurch, dass sie keine Kinder haben, was natürlich völlig unterschiedliche Gründe haben kann. Ja, schauen wir uns mal die Familie Hauser an. Ja, die kann jetzt sagen, also wir möchten gerne Kinder haben. Das ist eine, ja, wirklich
tolle Lebensentscheidung, muss man ganz klar sagen, vor allen Dingen für den Sozialstaat. Denn dadurch, dass Kinder erzogen werden, werden natürlich auch zukünftige Arbeitnehmer irgendwie erzogen und die finanzieren natürlich dann später die Renten. Das Interessante ist allerdings jetzt, dass die Familie Hauser sich dadurch schlechter stellt. Denn einer von beiden, in der Regel die Frau, also Frau Hauser, bleibt hier zu Hause, zumindest wenn die Kinder klein sind, und kümmert sich um die Kinder, kann also nicht arbeiten und keine Ansprüche an die Rentenversicherung erwerben, erzieht aber Kinder, die dann später ja, die Rente finanzieren. Und zwar anderer Leute. So, jetzt könnte die Familie Hauser auch sagen, nö, wir wollen eigentlich keine Kinder. Wir wollen lieber zwei Einkommen haben und ein richtig tolles Leben haben, also gönnen uns sehr viel Luxus. Und dadurch, dass wir beide erwerbstätig sind, erwerben wir natürlich auch hohe Ansprüche an die Rentenversicherung. Man nennt solche Leute auch DINKs, Double Income, No Kids. Und Double Income, No Kids bedeutet eben, dass man sehr hohe Ansprüche an die Rentenversicherung erwirbt. Ja, ob das jetzt gerecht ist oder nicht, das mag man jetzt persönlich beurteilen. In der politischen Diskussion wird hin und wieder mal, wie ich finde, sehr unpassend gesagt, ja, Kinder sind ja Privatvergnügen. Ja, das kann man volkswirtschaftlich und ganz besonders sozialstaatlich überhaupt nicht ernsthaft behaupten. Denn ohne Nachwuchs funktioniert einfach das Sozialversicherungssystem nicht und der ganze Generationenvertrag. Und der ganze Sozialstaat kommt letztlich in große Schwierigkeiten. Als die Rentenversicherung damals 1957 eingeführt wurde und als diese ganze Rentenversicherung geplant wurde, hat der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Konrad Adenauer, den legendären Satz gesagt, Kinder kriegen die Leute immer. Weil man sich auch damals schon Gedanken gemacht hat, ob dieser Generationenvertrag vernünftig austariert ist. Denn die Finanzierung der Altersrente ist garantiert. Allerdings ist nicht garantiert, dass die Leute natürlich auch entsprechend, ja, sagen wir mal, Nachwuchs erzeugen, um das Rentensystem abzusichern. Und Herr Adenauer hat offensichtlich die, sagen wir mal, sexuelle Revolution durch Verhütungsmethoden wie die Antibabypille, die dann Anfang der 1960er Jahre auch in Deutschland eingeführt worden ist, überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Und er konnte sich offensichtlich nicht vorstellen, dass die Geburtenrate in Deutschland und in vielen anderen Ländern auch deutlich zurückgeht. Gut, das dazu. Die Streitfrage ist jetzt immer die, sind Sozialausgaben in Deutschland zu hoch? Das ist natürlich auch, je nach politischer Meinung oder sagen wir mal, je nach politischer Auffassung wird das völlig unterschiedlich bewertet. Feststellen lässt sich aber, dass die Sozialausgaben, das sieht man auch hier ganz gut, seit 1960 deutlich gestiegen sind. Auch prozentual. Das heißt, auch relativ gesehen gibt man in Deutschland immer mehr für Sozialleistungen aus und der Sozialstaat wird entsprechend teurer. Und wenn man sich das hier anschaut, die Finanzierungsstruktur der Sozialleistungen, sieht man eben auch hier, dass der steuerliche Zuschuss durch den Staat für Sozialleistungen immer weiter angewachsen ist seit 1991. Das ist dieser, ja, sagen wir doch, etwas hellblauere Balken ganz oben, von 26,5% auf 33% im Jahr 2018. Und hinter dieser Entwicklung steht eigentlich der Gedanke, dass die Sozialversicherungsbeiträge der Versicherten und der Arbeitgeber gar nicht mehr ausreichen, um den Sozialstaat und die Sozialversicherung zu finanzieren. Das heißt, der Staat muss immer mehr Steuern aufwenden, um den Sozialstaat zu finanzieren. Und das sieht man auch ganz gut, wenn man sich den Bundeshaushalt anschaut. Der größte Einzeletat im Bundeshaushalt sind die Sozialausgaben, also Arbeit und Soziales, der ganz große blaue, ja, sagen wir mal, Kasten da oben. Gut, jetzt kann man natürlich darüber streiten, ob Sozialleistungen und Sozialausgaben zu hoch sind. Man kann aber auch der Meinung sein, dass Sozialleistungen immer irgendwie auch ein Ausdruck von politischer Präferenz sind. Und wenn Menschen, sagen wir mal, der Meinung sind, dass sie mehr Geld für Gesundheit ausgeben wollen, kann man dagegen jetzt erstmal relativ wenig sagen. Gesundheit wird von Menschen immer sehr, sehr hoch bewertet, was Lebensqualität angeht. Und deshalb ist es auch nicht überraschend, dass, wenn Menschen auch immer länger leben,
auch gesünder länger leben, natürlich mehr Geld beispielsweise für die medizinische Versorgung ausgegeben wird. Wie dem auch sei, man muss sich einfach klar machen, dass Sozialleistungen letztlich immer aus dem erwirtschafteten Bruttoinlandsprodukt finanziert werden. Und dabei ist es eigentlich eher unerheblich, ob das jetzt Sozialbeiträge sind oder ob das Steuern sind. Solange nämlich die Volkswirtschaft noch wächst, ist die Finanzierung des Sozialstaates eigentlich wirtschaftlich gesehen kein Problem. Es handelt sich sehr häufig eigentlich um Verteilungsfragen. Die Grundsätze des deutschen Sozialstaates sind eigentlich Organisationsprinzipien, die vorgeben, wie soziale Sicherung in Deutschland funktionieren soll. Wir hätten hier den Verfassungsgrundsatz, Gestaltungsgrundsätze und Wirkungsgrundsätze. Und aus diesen Grundsätzen ergeben sich sieben Organisationsprinzipien, die wir uns nun der Reihe nach einmal anschauen. Zuallererst hätten wir das Sozialstaatsprinzip, das Sozialstaatsgebot im Grundgesetz in den Artikeln 20 und 28. In Artikel 20 heißt es, die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat, also ein Sozialstaat. In Artikel 28 heißt es dann weiter, die verfassungsmäßige Ordnung in den Ländern muss den Grundsätzen des republikanischen, demokratischen und sozialen Rechtsstaates im Sinne dieses Grundgesetzes entsprechen. Das heißt, für die Bundesländer gilt selbstverständlich das, was für die Bundesrepublik Deutschland insgesamt gilt, und die Bundesrepublik Deutschland ist ein Sozialstaat. Die Gestaltungsgrundsätze. Da hätten wir das Versicherungsprinzip, das Versorgungsprinzip und das Fürsorgeprinzip. Leistungen nach dem Versicherungsprinzip werden durch die Sozialversicherung gewährt. Diese Leistungen erhalten Mitglieder der Sozialversicherung, wenn sie Versicherungsbeiträge gezahlt haben. Das heißt, die Leistungen der Sozialversicherung finanzieren sich durch Versicherungsbeiträge, denn dafür sind sie da, und mittlerweile in immer höherem Ausmaß durch Staatszuschüsse, also durch Steuerzuschüsse. Der Steuerzahler unterstützt also die Sozialversicherung. Wichtig ist hier der Gedanke der Leistungsgerechtigkeit, denn hohe Leistungen, beispielsweise aus der Rentenversicherung oder aus der Arbeitslosenversicherung, können nur Menschen in Anspruch nehmen, wenn sie viel an Beiträgen bezahlt haben und das über einen längeren Zeitraum auch geschehen ist. Menschen, die, sagen wir mal, nur sehr wenig in die Sozialversicherung einbezahlt haben und auch nur über einen kurzen Zeitraum, die können natürlich nur sehr viel geringere Leistungen in Anspruch nehmen. Dann hätten wir das Versorgungsprinzip. Hier wäre die öffentliche Hand zuständig, das heißt der Steuerzahler. Leistungen würden hier bestimmte Bevölkerungsgruppen erhalten, wenn sie besondere Opfer oder Leistungen für die Gemeinschaft erbracht haben. So heißt es hier. Leistungen gemäß Versorgungsprinzip werden über Steuern finanziert. Beispiel hierfür wäre die gesamte Versorgung für Angehörige des öffentlichen Dienstes. Zum Beispiel Beamte, die Beamtenbesoldung, Beamtenversorgung, Beamtenpensionen würden gemäß Versorgungsprinzip gewährt, aber eben auch das Kindergeld oder das Elterngeld. Dann hätten wir das Fürsorgeprinzip. Hier wird eine Grundsicherung gewährleistet im Sinne eines würdigen Existenzminimums. Und hier herrscht der Gedanke der Bedarfsgerechtigkeit vor. Das heißt, Menschen, die bedürftig sind, die hätten hier einen Anspruch. Also Bürgerinnen und Bürger, die in einem Zustand wären, in dem sie nicht in der Lage wären, für ihren eigenen Lebensunterhalt zu sorgen. Das würde Bedürftigkeit heißen. Also Bürgerinnen und Bürger, die bedürftig sind, hätten beispielsweise Anspruch auf Sozialhilfe oder auf Wohngeld. Diese Leistungen werden durch Steuermittel finanziert, also durch den Steuerzahler. Die Wirkungsgrundsätze. Hier hätten wir das Äquivalenzprinzip. Hier wird es heißen, dass ein enger Zusammenhang zwischen Beiträgen und Leistungen bestehen muss. Das heißt, je höher die Beiträge sind, die ein Mensch in die Sozialversicherung eingezahlt hat, desto höher ist natürlich auch der Leistungsanspruch. Also
schon erwähnt, Leistungen beispielsweise aus der Rentenversicherung, aus der Arbeitslosenversicherung würden gemäß diesem Äquivalenzprinzip bezahlt. Vorherrschend der Gedanke der Leistungsgerechtigkeit. Dann hätten wir das Solidaritätsprinzip. Die Mitglieder der Sozialversicherung stehen füreinander ein. Jeder Bürger zahlt entsprechend seiner Fähigkeiten in die Sozialversicherung ein und erhält im Bedarfsfall Leistungen, die seinem Bedarf auch entsprechen. Einer für alle, alle für einen. Das wäre jetzt wieder der Gedanke der Bedarfsgerechtigkeit. Beispielsweise in der Krankenversicherung zahlen Menschen selbstverständlich Beiträge. Allerdings im Krankheitsfall würden sie entsprechend ihrer Bedürfnisse natürlich auch Leistungen erhalten. Ganz klar. Dann das Subsidiaritätsprinzip. Hier heißt es, dass jede kleine Organisationseinheit zur Selbsthilfe verpflichtet ist, bevor die Möglichkeiten einer größeren Organisationseinheit beansprucht werden. Das Motto wäre hier Eigenverantwortung vor Gemeinschaftsverantwortung. Das heißt, der einzelne Mensch muss sich erstmal selber helfen und würde erst dann bei der Familiennachfrage nachfragen, ob geholfen werden kann. Wenn eine Familie sich nicht weiter weiß zu helfen, erst dann würde die Familie an die Gemeinde herantreten. Wenn die Gemeinde irgendwann feststellen würde, dass sie mit einer Aufgabe überfordert ist, erst dann würde die Gemeinde an das Land herantreten, an das Bundesland. Und wenn das Bundesland diese Leistung nicht mehr gewährleisten könnte, also diese, oder Aufgaben erfüllen kann, dann würde erst der Staat auf die Bühne treten sozusagen, also der Sozialstaat würde dann erst Aufgaben übernehmen. Das wäre das Subsidiaritätsprinzip. Gut, das waren jetzt 7 Grundsätze des Sozialstaates, der sozialen Sicherung, 7 Organisationsprinzipien von Sozialstaatlichkeit in Deutschland. In vielen Ländern auf unserem schönen Planeten Erde gibt es selbstverständlich Sozialstaaten. Hier heißen die Sozialstaaten allerdings meistens Wohlfahrtsstaaten. Denn in der internationalen Wohlfahrtsstaatenforschung hat sich der Begriff Wohlfahrtsstaat einfach etabliert, gemeint ist aber eben ein Sozialstaat. Nun, gemäß dem Motto andere Länder, andere Sitten haben sich natürlich Wohlfahrtsstaaten auch völlig unterschiedlich entwickelt. Und man kann sagen, dass der Schwerpunkt der Sozialpolitik in den jeweiligen Wohlfahrtsstaaten natürlich davon abhängt, welche politische Ideologie diesen jeweiligen Wohlfahrtsstaat vorrangig geprägt hat. Und in der vergleichenden Wohlfahrtsstaatenforschung werden mittlerweile 3 Typen an Wohlfahrtsstaaten unterschieden, nämlich der liberale Wohlfahrtsstaat, der konservative Wohlfahrtsstaat und der sozialdemokratische Wohlfahrtsstaat. Alle diese Wohlfahrtsstaaten haben unterschiedliche Schwerpunkte und unterschiedliche Ausprägungen. Die schauen wir uns nun einmal an. Der liberale Wohlfahrtsstaat, den findet man vor allen Dingen in Ländern wie den USA, in Kanada, in Australien und in Großbritannien. Im liberalen Wohlfahrtsstaat liegt der Schwerpunkt ganz klar auf der Armutsbekämpfung. Und das war's. Denn der Hauptakteur ist hier ganz klar der Markt. Denn man argumentiert, dass in einer kapitalistischen Gesellschaft oder in einer marktwirtschaftlichen Gesellschaft, wenn man so möchte, sich Menschen am Markt behaupten müssen. Das gilt nicht nur für den Arbeitsmarkt, wenn Menschen Einkommen erzielen müssen, sondern es gilt eben auch dafür, wenn man Interesse an Sozialleistungen hat. Denn Sozialleistungen werden hier vor allen Dingen als ein Produkt gesehen und nicht so sehr als ein Bürgerrecht, wenn man so möchte. Deshalb wird hier auch nur eine Grundversorgung angeboten, und zwar nur dann, wenn Bedürftigkeit vorliegt. Das heißt, wenn Menschen in der Lage sind, nicht für ihren eigenen Lebensunterhalt sorgen zu können. Was hier angeboten wird, ist ein Existenzminimum, das das Überleben sichert, ganz klar. Das war es dann aber auch. Es ist nicht zu verwechseln mit dem Gedanken, den wir aus der deutschen Sozialhilfe kennen, dass man irgendwie versucht, ein würdiges Existenzminimum zu garantieren, das irgendwie zumindest für sich in Anspruch nimmt, den Menschen auch die Teilhabe am üblichen gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Hier ist wirklich ein reines physisches Überleben gemeint in liberalen Wohlfahrtsstaaten und ausschließlich das wird garantiert. Gut, die Wohlfahrtskosten oder Sozialkosten sind natürlich in einem solchen Wohlfahrtsstaat eher gering.
Im konservativen Wohlfahrtsstaat sehen die Dinge etwas anders aus. Den konservativen Wohlfahrtsstaat finden wir beispielsweise in Deutschland, in Frankreich und in Italien. Hier ist der Schwerpunkt die soziale Absicherung der Arbeitnehmer. Arbeiterfrage steht hier, denn der Grundgedanke kommt eigentlich aus dem 19. Jahrhundert. Während der Industrialisierung stellte man einfach fest, dass viele Arbeiter drohten zu verelenden. Und um diese Verelendung zu verhindern, gründete man damals einfach eine Sozialversicherung. Der Hauptakteur für Sozialleistungen war immer noch die Familie, die sollte füreinander einstehen. Allerdings wurde durch die Sozialversicherung eben ein Versicherungssystem geschaffen. Und der Gedanke, der hier dominiert, ist die Lebensstandardwahrung in einer Versicherung. Denn die Versicherung orientiert sich am Lohn der jeweils Versicherten. Das heißt, vom Lohn wird etwas bezahlt in das Sozialversicherungssystem und entsprechend der Einzahlung bekommen Menschen natürlich auch Leistungen aus dem Sozialversicherungssystem über eine Rente oder eine Arbeitslosenversicherung dann entsprechend zurück. Das heißt, Menschen, die ein hohes Einkommen haben, denen es also auf dem Arbeitsmarkt schon gut geht, die erwerben hohe Ansprüche, denen geht es auch weiter gut, wenn sie dann irgendwie von der Sozialversicherung versorgt werden müssen. Menschen, die sich das Ganze nicht leisten können, weil sie ein geringes Einkommen haben, denen wird es auch weiter schlecht gehen. Die bekommen nämlich nur, sagen wir mal, relativ übersichtliche Leistungen aus dem Sozialversicherungssystem. Das heißt, die Lebensstandardwahrung steht hier ganz klar im Vordergrund. Menschen, die viel haben, bekommen auch viel aus dem Sozialversicherungssystem raus, weil sie sich das einfach leisten konnten, viel einzuzahlen. Menschen, die wenig haben, bekommen wenig aus dem Sozialversicherungssystem raus, weil sie nur geringe Einzahlungen leisten konnten und deshalb auch geringe Ansprüche nur erwerben. Die Sozialkosten, die Wohlfahrtskosten sind in einem solchen Wohlfahrtsstaat verglichen mit dem liberalen Wohlfahrtsstaat übrigens schon deutlich höher. Gut, dann kommen wir zum sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaat. Diesen Typ finden wir vor allen Dingen in skandinavischen Ländern wie Schweden, Dänemark und Norwegen. Hier ist der Schwerpunkt ein völlig anderer. Hier geht es nämlich um Gleichheit. Und der Hauptakteur für Sozialleistungen ist hier ganz klar der Staat. Hier ist der Staat wirklich als ein Wohlfahrtsstaat zu verstehen. Und dieser Wohlfahrtsstaat soll die Gesellschaft wirklich auch aktiv gestalten. Und zwar so, dass die Gesellschaft möglichst, sagen wir mal, gleich aufgestellt ist, wenn man das so möchte. Also der Staat soll irgendwie angleichen oder ausgleichen wirken. Und das funktioniert, indem man einfach sehr hohe Sozialleistungen garantiert, und zwar als Bürgerrecht, finanziert durch relativ hohe Steuern. Das heißt, Menschen, die sehr viel Einkommen haben, müssen sehr hohe Steuern bezahlen, um sehr hohe Sozialleistungen als Bürgerrecht für die Gesellschaft zu finanzieren. Ein Begriff, der hier sehr wichtig ist, ist die sogenannte Dekommodifizierung. Damit ist gemeint, dass durch dieses Bürgerrecht eine Unabhängigkeit vom Arbeitsmarkt gestaltet werden soll. Das heißt, soziale Sicherheit wird unabhängig von den Leistungen am Arbeitsmarkt gewährt. Gut, hier ist natürlich klar, dass sozialdemokratische Wohlfahrtsstaaten relativ hohe soziale Kosten haben, hohe Wohlfahrtskosten, denn es ist natürlich klar, wenn ein Wohlfahrtsstaat hohe Sozialleistungen als Bürgerrecht garantiert, dann kostet das sehr, sehr viel Geld. Gut, interessant ist allerdings hier als Schlussgedanke, dass diese skandinavischen Staaten, wenn man sich anschaut, wie Bürgerinnen und Bürger eines Landes ihre Lebensqualität einschätzen, immer im weltweiten Vergleich ganz, ganz weit an der Spitze sind. Das heißt, irgendwie scheint die Lebensqualität in solchen Staaten sehr stark ausgeprägt zu sein. Das heißt, möglicherweise gibt es einen starken Zusammenhang zwischen Wohlfahrtsstaatlichkeit und Zufriedenheit der Menschen. Veränderungen in der Gesellschaft und Veränderungen im Wirtschaftssystem führen natürlich dazu, dass der Sozialstaat selber ändern muss. Der Sozialstaat steht also immer wieder vor der Herausforderung, sich neuen Realitäten anpassen zu müssen.
Folgende Herausforderungen werden immer mal wieder diskutiert und die besprechen wir hier natürlich auch. Man hat natürlich den demografischen Wandel, man spricht immer wieder über sinkendes Wirtschaftswachstum und Arbeitslosigkeit, über die Globalisierung, über Arbeit außerhalb der Sozialversicherung, über die Pluralisierung von Lebensformen und natürlich über Finanzierungsfragen von Sozialstaatlichkeit, von Wohlfahrtsstaatlichkeit. Über diese Herausforderungen werden wir jetzt der Reihe nach einmal nachdenken. Demografischer Wandel heißt zunächst einmal, dass sich die Bevölkerung in ihrem Aufbau, also in ihrer Zusammensetzung, ändert. Und in Deutschland ist folgendes Phänomen zu beobachten. Seit den 1970er Jahren gibt es in Deutschland deutlich mehr Todesfälle als Geburten. Und als Folge dieser Entwicklung wird die Gesellschaft einfach im Durchschnitt älter. Und ohne Zuwanderung würde die Gesellschaft sogar schrumpfen. Die Geburtenrate lag jetzt im Jahr 2020 bei in etwa 1,53 Geburten pro Frau. Um aber eine Bevölkerungsanzahl konstant zu halten, wäre eine Geburtenrate von 2,1 Geburten pro Frau notwendig. Und dieser Trend hält jetzt schon relativ lange an. Und von daher ist es auch unwahrscheinlich, dass man mit einer deutlichen Umkehr rechnen kann. Denn selbst bei einer deutlich höheren Geburtenrate wäre es unwahrscheinlich, dass sich diese Entwicklung mal eben ändert. Denn um eine schnelle Umkehr dieser Entwicklung zu haben, bräuchte man Mütter, die einfach gar nicht erst geboren worden sind. Das heißt, man muss jetzt erstmal für Deutschland davon ausgehen, dass die Bevölkerung ohne Zuwanderung bei gegebener Geburtenrate deutlich abnehmen würde. Gut, hier sieht man das nochmal ganz gut. 1965 gab es noch sehr, sehr viele Geburten und verhältnismäßig im Vergleich dazu relativ wenig Sterbefälle. Und ja, dann ist die Antibabypille eingeführt worden, sexuelle Revolution. Die Nutzung von Verhütungsmitteln war gesellschaftlich weitgehend akzeptiert und man sieht, was eben passiert ist. Die Geburtenzahlen gingen zurück, Sterbefälle sind seitdem deutlich gestiegen. Ja, das heißt, es gibt relativ gesehen immer mehr alte Menschen, das kann man in dieser Grafik ganz gut sehen. 1950 hatte man noch in etwa so etwas Ähnliches wie einen Weihnachtsbaum, wenn man diese Bevölkerungspyramide mal so beschreiben möchte. 2019 sieht das schon ganz anders aus und 2060 prognostiziert wird man sehr viel mehr ältere Menschen haben als jüngere. Das heißt, ja, von dieser Bevölkerungspyramide wandelt sich das Ganze hin zu so einer Art, ja, Bevölkerungspilz, wenn man diesen Aufbau einmal so beschreiben will. Das heißt, es gibt sehr viel mehr ältere Menschen und die Menschen leben auch immer länger. Ja, das heißt, die Lebenserwartung steigt, was ja erstmal etwas Gutes ist, aber für die Gesellschaft insgesamt ist das natürlich ein interessantes Szenario, wenn man in einer Gesellschaft lebt, in der es sehr viel mehr ältere Menschen gibt als jüngere Menschen. Ja, wenn man sich die Entwicklung der Renten anschaut oder der Rentner, dann sieht man einfach, dass die Zahl der Renten einfach sehr stark gestiegen ist seit 1992 und man kann davon ausgehen, dass dieser Trend auch anhalten wird. Das heißt, es wird sehr, sehr viele Rentner geben und die müssen ja irgendwie versorgt werden. Ja, und da schaut man natürlich voller Sorge auf das Finanzierungssystem, also auf den Generationenvertrag, der ja darauf beruht, dass junge Menschen die Altersrenten, ja, der älteren Generation finanzieren. Und wenn man sich hier 1962 einmal anschaut, da hatte man einen Rentner und ja, sechs erwerbstätige Personen, die diesen Rentner quasi finanziert haben. 1992 sah das schon etwas anders aus und im Jahr 2019 hat man in etwa zwei erwerbstätige Personen, die einen Rentner finanzieren müssen. Das heißt, der Generationenvertrag kommt natürlich deutlich unter Druck, da verhältnismäßig immer weniger jüngere Menschen deutlich mehr ältere Menschen versorgen sollen. Ja, das heißt, über Sozialversicherungsbeiträge wird das auf lange Sicht alleine nicht mehr funktionieren. Und es ist ja jetzt schon so, dass der Staat ja immer stärker
Steuermittel in die Sozialversicherung leitet, damit die Sozialversicherung unterstützt werden kann. Ja, letztlich um den Generationenvertrag zu retten und um ja, den Sozialstaatsgedanken letztlich im Rentensystem irgendwie aufrechtzuerhalten. Sinkendes Wirtschaftswachstum einhergehend mit steigender Arbeitslosigkeit stellt für den Sozialstaat ein großes Problem dar. Denn Arbeitslosigkeit wirkt auf den Sozialstaat gleich zweifach. Denn wenn Menschen ihre Arbeit verlieren, zahlen sie ja keine Beiträge mehr in die Sozialversicherung ein, sondern erhalten Leistungen aus der Sozialversicherung und müssen versorgt werden. Gut, Feststellung, wenn Volkswirtschaften geringe Wirtschaftswachstumsraten haben, also geringe Wachstumsraten des Bruttoinlandsproduktes, aber die Beschäftigten gleichzeitig deutlich produktiver werden, dann kommt es zu Arbeitslosigkeit. Ein Produktivitätszuwachs kann man sich so vorstellen, dass die Produktion der Volkswirtschaft mit weniger Arbeitseinsatz geleistet werden kann, also Arbeiter können entlassen werden. Und diese kleine Gleichung hier gibt über diesen Zusammenhang ein bisschen Aufschluss, denn Produktivitätszuwachs minus Wirtschaftswachstumsrate entspräche dann in etwa einer Änderung der Arbeitslosenquote. Und wenn der Produktivitätszuwachs also deutlich höher ausfällt als die Wirtschaftswachstumsrate, dann würde entsprechend dieser Gleichung die Arbeitslosigkeit, also die Arbeitslosenquote, steigen. Wenn der Produktivitätszuwachs geringer ausfällt als das Wirtschaftswachstum, dann würde entsprechend dieser Gleichung die Arbeitslosenquote sinken. Das heißt, man braucht immer ein gewisses Maß an Wirtschaftswachstum, um den Produktivitätszuwachs zu überspringen, damit überhaupt neue Arbeitsplätze entstehen können. Gut. In der Bundesrepublik Deutschland hat man eigentlich bis auf wenige Ausnahmen immer Wirtschaftswachstum gehabt. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte man sehr hohe Wachstumsraten des Bruttoinlandsproduktes. Man sprach da sogar von einem Wirtschaftswunder. Allerdings hat die Wachstumsrate im Laufe der Zeit immer stärker abgenommen. Und da man eigentlich immer auch Produktivitätsgewinne hatte, ist die Arbeitslosigkeit einfach gestiegen. Ganz besonders stark sieht man das im verarbeitenden Gewerbe, also in der Industrie. Hier ist es besonders häufig möglich gewesen, Arbeit durch Kapital, also durch Maschinen, zu ersetzen. Und diese Maschinen ersetzen natürlich Arbeitsplätze. Gut. Und dementsprechend kann man einfach feststellen, dass sich die Arbeitslosigkeit in Deutschland doch über die Jahrzehnte deutlich aufgebaut hat. Jetzt ist die Arbeitslosenquote in den letzten Jahren deutlich wieder gesunken. Allerdings muss man sagen, selbst in konjunkturell wirklich guten Zeiten gibt es in Deutschland wenigstens eine Arbeitslosenquote von 5%, also einen gewissen Sockel an Arbeitslosigkeit, der sich einfach nicht mehr abbauen lässt. Ja, abnehmende Wachstumsraten des Bruttoinlandsproduktes. Ist das jetzt hier, sagen wir mal, ein spezifisch deutsches Problem? Und da kann man ganz einfach sagen, nein. Denn je entwickelter Volkswirtschaften sind, desto geringer sind einfach die Wachstumsraten des Bruttoinlandsproduktes. Und wenn man sich jetzt die Weltwirtschaft, hier einmal dargestellt, als eine Volkswirtschaft vorstellen würde, dann würde man auch hier sehen, dass die Wachstumsrate im Laufe der Zeit einfach abnimmt. Und das gilt für eigentlich alle Volkswirtschaften der Welt. Je entwickelter die Volkswirtschaften sind, desto geringer im Schnitt ist die Wachstumsrate des Bruttoinlandsproduktes. Deshalb ist eine Vollbeschäftigung bei entwickelten Volkswirtschaften einfach fraglich, da man ja eben fallende Wachstumsraten des Bruttoinlandsproduktes hat. Und deshalb ist ein gewisses Maß an Arbeitslosigkeit bei einer entwickelten Volkswirtschaft durchaus normal. Und deshalb ist die Versorgung von Arbeitslosen einfach eine bleibende Aufgabe eines Sozialstaates. Die Globalisierung hat selbstverständlich Auswirkungen auf den Sozialstaat. Die Sozialversicherung wird in Deutschland ja maßgeblich über den Faktor Arbeit finanziert.
Und die Sozialkosten, also die sogenannten Lohnnebenkosten, verteuern natürlich die Arbeitskosten. Und der globale Wettbewerb setzt natürlich die Arbeitskosten insgesamt und damit die Lohnentwicklung unter Druck. Nun, und wenn man sich das einmal anschaut, sieht man hier, dass in Deutschland die Löhne deutlich höher sind als in Schwellenländern oder erst recht natürlich in Entwicklungsländern. Das ist ganz besonders der Fall im verarbeitenden Gewerbe, in der Industrie. Hier sieht man, dass Deutschland ganz klar ein Hochlohnland ist im internationalen Vergleich. Und ja, wenn man sich das einmal so anschaut, stellt sich natürlich die Frage, inwiefern der Sozialstaat, der natürlich die Lohnkosten erhöht, dem globalen Wettbewerb gewachsen ist. Die Frage ist, ob der globale Wettbewerb die Finanzierungsmöglichkeiten des Sozialstaates und damit den Sozialstaat insgesamt zerstört. Ja, wohl kaum, würde ich da sagen, denn höhere Produktivität rechtfertigt natürlich auch höhere Lohnkosten. Und wenn eine Fabrik in einem Industrieland 10-mal mehr pro Stunde produzieren kann als eine Fabrik in einem Schwellenland oder in einem Entwicklungsland, dann ist es natürlich auch klar, dass diese Fabrik im Industrieland 10-mal höhere Löhne bezahlen kann. Und der Wunsch nach Sozialstaatlichkeit wird sich natürlich auf lange Sicht möglicherweise bei zunehmender wirtschaftlicher Entwicklung auch in Schwellenländern und irgendwann auch in Entwicklungsländern zeigen und dementsprechend auch die Lohnkosten dort erhöhen, da natürlich auch da Sozialkosten irgendwie finanziert werden müssen. Deshalb, Sozialstaatlichkeit muss sich natürlich an die Globalisierung anpassen, klar, wird aber nicht durch die Globalisierung grundlegend in Frage gestellt. Arbeit außerhalb der Sozialversicherung kann für den Sozialstaat ein Problem sein, denn der deutsche Sozialstaat ist auf das Normalarbeitsverhältnis fokussiert und diese sozialversicherungspflichtige Beschäftigung bildet die wesentliche Grundlage zur Finanzierung der Sozialversicherung und des Sozialstaates. Ja, ein Normalarbeitsverhältnis liegt vor, wenn erstens die Arbeit in Vollzeit ausgeübt wird, zweitens der Arbeitsvertrag zeitlich unbegrenzt ist, drittens die ausgeübte Tätigkeit sozialversicherungspflichtig ist, das ist natürlich ganz besonders wichtig für den Sozialstaat, und viertens der Arbeitnehmer seine Anweisung von dem Arbeitgeber bekommt, mit dem der Arbeitsvertrag abgeschlossen ist. Wenn eines oder mehrere dieser Kriterien nicht erfüllt sind, dann handelt es sich um atypische Beschäftigung. Nun, in den letzten Jahren konnte man feststellen, dass sich die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse erfreulich entwickelt hat in Deutschland. Und deshalb war die Finanzierung von Sozialstaatlichkeit eigentlich auch kein Problem. Nun, jetzt müssen sich natürlich verantwortungsbewusste Sozialpolitiker fragen, ob dieser Trend unendlich anhalten kann. Und die Antwort ist natürlich nein, denn bei einer konjunkturellen Rezession oder noch schlimmer Depression kann es natürlich sehr schnell sein, dass die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse wieder deutlich sinkt und damit auch die Finanzierung von Sozialstaatlichkeit unter Druck gerät. Die Anzahl der Erwerbstätigen in Deutschland ist hoch, eigentlich ja, so hoch wie schon lange nicht mehr. Und man kann hier einfach mal festhalten, dass nur deshalb der Sozialstaat in Deutschland so solide finanziert werden kann, obwohl er doch sehr stark in Anspruch genommen wird. Gut, man muss allerdings auch festhalten, dass sich die atypische Beschäftigung ebenfalls positiv entwickelt hat, sozusagen. Die Anzahl dieser Beschäftigungsverhältnisse ist deutlich gestiegen. Das gilt für die Teilzeitarbeit, das gilt für die Zeitarbeit, auch genannt Leiharbeit, für die geringfügige Beschäftigung und für die befristete Beschäftigung. Und gerade die geringfügige Beschäftigung ist mittlerweile doch ein sehr fester Bestandteil des deutschen Wirtschaftslebens, einfach deshalb, weil sie so attraktiv ist, da
sehr viel geringere Sozialabgaben hier bezahlt werden müssen. Und dies gilt ganz besonders für die sogenannten Minijobs, ganz wichtiger Bestandteil der deutschen Volkswirtschaft. Aber nochmal, die sind deshalb so interessant, weil sie eben deutlich weniger zur Finanzierung der Sozialstaatlichkeit, des Sozialstaates beitragen. Nun, ein wichtiger Bereich, der hier erwähnt werden muss, der völlig außerhalb der Sozialversicherung stattfindet, ist die Schattenwirtschaft, auch genannt Schwarzarbeit. Und die ist natürlich ganz besonders attraktiv, da hier gar keine Sozialversicherungsbeiträge bezahlt werden und gar keine Steuern, weil diese Arbeit zwar stattfindet, aber einfach nicht registriert wird. Und registriert ist also für den Staat auch nicht nachverfolgbar ist. Und man kann hier ganz gut sehen, dass die Schattenwirtschaft in Deutschland doch einen sehr erheblichen Anteil an Wertschöpfung hat. Gut, die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, und das muss man hier an dieser Stelle nochmal ganz klar festhalten, ist das Rückgrat des Sozialstaates. Atypische Beschäftigungsverhältnisse haben sicher ihre Berechtigung und werden natürlich auch nachgefragt, ganz klar. Aber es ist natürlich für den Sozialstaat von erheblicher Bedeutung, dass sich die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse solide und auf hohem Niveau entwickelt. Denn nur dann ist auch der Sozialstaat solide und nachhaltig finanzierbar. Tja, und jetzt muss sich der deutsche Sozialstaat auch noch an die Pluralisierung der Lebensformen gewöhnen. Denn der deutsche Sozialstaat basiert unter anderem auch auf der Idee, dass Sozialleistungen im Familienkreis erbracht werden. Und das männliche Ernährermodell, die sogenannte Einverdiener-Ehe, ging eben davon aus, dass der Ehemann, wer sonst, das Haushaltseinkommen erwirtschaftete und sich die Ehefrau um Haushalt, Kinder und das Familienleben kümmerte. Heutzutage wird von diesem Gedanken allerdings im Regelfall abgewichen, sodass diese Annahme des deutschen Sozialstaates kaum noch normativen Charakter beanspruchen kann. Und wenn man sich die neuen Lebensformen einmal anschaut, wie in diesem Bild dargestellt, wird man feststellen, dass man zwar im Kern der Gesellschaft immer noch die traditionelle Familie hat, ganz klar, aber dass sich um diesen Kern herum viele neue Lebensformen und Lebensmodelle gebildet haben und dass alle diese Lebensformen sozialstaatliche Berücksichtigung einfordern. Frauenerwerbstätigkeit ist in Deutschland mittlerweile ganz klar der Normalfall und deshalb ist ohnehin die männliche Einverdiener-Ehe eine völlig unrealistische Annahme. Und wenn man sich nur mal vorstellt, man hätte in Deutschland tatsächlich die Einverdiener-Ehe als Normalfall, wäre der Sozialstaat in großer Gefahr, denn ohne erwerbstätige Frauen wäre der Sozialstaat schlicht und ergreifend nicht mehr zu finanzieren. Die Arbeitswelt wird also weiblicher, Frauen gehen fast so häufig einer Erwerbstätigkeit nach wie Männer und deshalb ist es natürlich klar, dass die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein ganz zentrales Thema der Sozialpolitik sein muss. Und hierbei muss es um die Schaffung von qualitativ hochwertiger Ganztagsbetreuung für alle Kinder in Deutschland gehen. Die Anzahl der nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften hat sich erheblich im Laufe der Zeit erhöht. Und nicht-eheliche Lebensgemeinschaften sind mittlerweile ein fester Bestandteil unserer Gesellschaft und können deshalb auch von der Sozialpolitik nicht weiter einfach so ignoriert werden. Es ist zwar immer noch so, dass die meisten Kinder bei Ehepaaren aufwachsen, das ist immer noch der Normalfall, allerdings muss man sagen, dass viele Kinder mittlerweile eben auch in Lebensgemeinschaften aufwachsen oder bei Alleinerziehenden aufwachsen. Und auch hier ist klar, dass alle Familienformen gleichberechtigt von der Sozialpolitik berücksichtigt werden müssen. Ein weiterer Trend ist der, dass viele Menschen mittlerweile in Deutschland alleine leben. Und auch das ist eine Entwicklung, die die Sozialpolitik einfach berücksichtigen und aufgreifen muss. Vor diesem Hintergrund ist klar, dass die Ehe
und die traditionelle Einverdienerfamilie einfach nicht mehr die gedankliche Grundlage des Sozialstaates und der Sozialstaatsfragen an sich sein kann. Denn eine Gesellschaft mit einer Vielzahl von Lebensentwürfen braucht natürlich auch eine Vielzahl an sozialpolitischen Antworten. Die größte sozialpolitische Herausforderung des deutschen Sozialstaates ist natürlich die Finanzierung von Sozialstaatlichkeit. Der deutsche Sozialstaat wird im Wesentlichen nämlich über den Faktor Arbeit finanziert. Und historisch ist die Sozialversicherung ja als Instrument zu sehen, die Arbeiterschaft sozial abzusichern. Und deshalb sind Beamte und Selbstständige gar nicht erst Teil dieses Versicherungssystems. Jetzt hat sich die Gesellschaft in den letzten Jahren allerdings deutlich verändert und deshalb ist es auch klar, dass natürlich der Sozialstaat und seine Finanzierung sich in irgendeiner Weise natürlich an gesellschaftliche Änderungen anpassen müssen. Und da gibt es eigentlich eine ganze Menge an Reformvorschlägen, die immer mal wieder diskutiert werden und die gehen wir jetzt mal der Reihe nach durch. Da hätten wir zuerst, dass man einfach sagt, ja gut, wir brauchen mehr Steuern im Sozialsystem. Da muss man allerdings sagen, dass wenn man sich den Bundeshaushalt beispielsweise einmal anschaut, man hier schon einen sehr großen Steuerzuschuss findet, der an die Sozialversicherung überwiesen wird, weil die Sozialversicherungsbeiträge einfach überhaupt nicht mehr ausreichen, um die Sozialversicherung zu finanzieren. Also das wird eigentlich schon gemacht. Und beim Rentensystem ist es eigentlich sehr interessant, sich das mal anzuschauen, denn hier wird sehr deutlich, dass die Einnahmen überhaupt nicht mehr ausreichen, um die Ausgaben an die Rentnergeneration zu finanzieren und deshalb einfach schon sehr viele Steuermittel dafür verwendet werden, um überhaupt die Renten finanzierbar zu halten. Nächster Vorschlag. Da sagt man dann ganz einfach, gut, wir müssen dann einfach mehr Beiträge ins Sozialversicherungssystem bekommen. Da könnte man zum Beispiel sagen, dass man die Beitragsbemessungsgrenze abschafft. Die Beitragsbemessungsgrenze sorgt ja dafür, dass sehr hohe Einkommen nur einen geringen Teil zur Finanzierung der Sozialversicherung heranziehen müssen und einen Teil, der darüber hinausgeht, über diese Beitragsbemessungsgrenze, gar nicht erst für Beiträge zur Sozialversicherung herangezogen wird. Man kann also sagen, dass die Beitragsbemessungsgrenze letztlich sehr hohe Einkommen vor zu viel sozialstaatlicher Solidarität schützt. Jetzt könnte man natürlich diese Beitragsbemessungsgrenze abschaffen. Das wäre die eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre zu sagen, ja gut, wir erhöhen einfach die Beitragssätze insgesamt. Also die sogenannten Lohnnebenkosten würden steigen. Und hier muss man sich natürlich wieder klar machen, dass dann natürlich die Arbeitskosten insgesamt steigen und das im globalen Wettbewerb nicht unbedingt von Vorteil wäre. Dann wird häufig gesagt, gut, wenn das nicht geht, dann müssen wir einfach mehr Menschen in die Sozialversicherung holen. Denn Beamte und Selbstständige sind ja gar nicht Teil dieser Sozialversicherung und die holen wir einfach dazu. Das würde zumindest dem System eine kurzfristige Atempause verschaffen, denn man hätte natürlich auf einmal mehr Beitragszahler, ganz klar, aber mehr Beitragszahler würde natürlich heißen, dass man in Zukunft auch sehr viel mehr Anspruchsberechtigte hätte. Das muss einem natürlich dann klar sein. Dann wird häufig gesagt, gut, wenn das Rentensystem nicht mehr ausreicht, dann müssen wir einfach eine Kapitaldeckung irgendwie einführen. Man würde einfach neben die gesetzliche Altersversicherung, die ja durch das Umlageverfahren finanziert wird, also durch den Generationenvertrag, beispielsweise eine betriebliche Altersvorsorge dazu addieren und eine private Altersvorsorge beispielsweise. Jetzt muss man natürlich sagen, dass man als Arbeitnehmer erstmal in einem Betrieb arbeiten muss, der, sagen wir mal so, ein Altersversorgungssystem, eine Betriebsrente irgendwie anbietet. Das ist natürlich klar. Und bei der privaten Altersvorsorge muss natürlich klar sein, dass die Arbeitnehmer
ihrerseits mehr Mittel sparen müssen, um eine private Altersvorsorge, eine private Rente aufzubauen. Und da hat man natürlich jetzt ein kleines sozialpolitisches Problem. Denn Menschen, die eine private Altersversorgung am dringendsten brauchen würden, sind natürlich die, die sich aufgrund geringer Einkommen und geringer Löhne diese private Altersversorgung am wenigsten werden leisten können. Das heißt, man hätte eine große soziale Ungerechtigkeit bei den Rentnern, ganz klar. Und man muss sich natürlich auch gut überlegen, ob man die Altersversorgung wirklich den Schwankungen des Kapitalmarktes ausliefern will. Denn es ist natürlich hochproblematisch, wenn man in einer, wenn man als Rentner in die Rente gehen will und jetzt von der privaten Altersvorsorge abhängt, die ihre Renditen am Kapitalmarkt erwirtschaftet. Wenn nämlich gerade eine Rezession oder noch schlimmer eine Depression vorliegt und die Kapitalmärkte zusammenbrechen, dann sieht es mit der privaten kapitalgedeckten Altersrente natürlich sehr schlecht aus. Deshalb, man kann natürlich das Umlageverfahren und den Generationenvertrag kritisieren, gar keine Frage, aber eins ist klar, das Umlageverfahren und der Generationenvertrag sind einfach sehr verlässlich. Das ist nun mal ein ganz klarer Vorteil. Dann wird ein weiterer Vorschlag immer wieder diskutiert. Da wird gesagt, ja gut, wenn die Leute länger leben, da die Lebenserwartung steigt, ist es natürlich klar, dass die Menschen auch länger werden arbeiten müssen. Man hat ja schon das Renteneintrittsalter von 65 Jahren auf 67 Jahre erhöht. Jetzt wird immer mal wieder diskutiert, dieses Renteneintrittsalter auf 70 Jahre zu erhöhen, also die Rente ab 70 Jahren Lebensalter. Ja, ist irgendwie in der Logik klar, aber hier ist natürlich ein Einwand nicht so einfach vom Tisch zu wischen, denn nur weil die Lebenserwartung steigt, heißt das ja nicht automatisch, dass die körperliche Fitness ebenfalls steigt, um einen Beruf auch länger ausüben zu können. Und deshalb wäre es so, dass für viele alte Menschen die Erhöhung des Rentenalters eigentlich nichts anderes wäre als eine faktische Rentenkürzung, da sie aus gesundheitlichen Gründen einfach nicht länger erwerbstätig sein können. Und wenn man sich das mal anschaut, nach jetzigem Stand ist es ja so, dass selbst jetzt im Durchschnitt dieses Renteneintrittsalter, das gesetzliche, überhaupt nicht erreicht wird. Also vor diesem Hintergrund muss man einfach ganz klar sagen, die Erhöhung des Renteneintrittsalters hört sich irgendwie mal unproblematisch an, ist ja richtig. Gut, dann gibt es einen sehr weitgehenden Vorschlag, das bedingungslose Grundeinkommen. Das wird immer mal wieder diskutiert als etwas völlig Revolutionäres und etwas ganz, ganz Tolles. Das wäre wirklich ein radikaler Umbau des ganzen Sozial- und Steuersystems. Hier würde man beispielsweise hergehen und sagen, dass der Staat jedem Bürger ein Grundeinkommen bezahlt. Ohne Antrag, ohne Bedingungen, ohne Verwaltungsaufwand. Jede Person in diesem Land würde dieses Grundeinkommen bekommen. Im Gegenzug wäre es allerdings so, dass alle Sozialleistungen, die durch Steuern und Abgaben finanziert werden, beispielsweise die Rente, die Arbeitslosenversicherung und auch die Sozialhilfe, die würden abgeschafft. Ganz einfach. Die gäbe es dann nicht mehr. Die Finanzierung würde so funktionieren, dass man einen Einheitssteuersatz hätte, beispielsweise von 50%, wie in diesem Bild hier dargestellt, und man so dieses Grundeinkommen finanzieren würde. Ja, jetzt hört sich das auf den ersten Blick vielleicht irgendwie als große, nach einer großen Lösung an. Allerdings muss man hier sagen, dass man natürlich dann keine Umverteilung mehr hätte im Steuersystem durch einen progressiven Steuertarif. Und es wird natürlich immer wieder diskutiert oder die Frage aufgeworfen, inwiefern das demotivierende Effekte haben könnte auf die Bevölkerung, was die Arbeitsmotivation insgesamt angeht. Weil viele Menschen argumentieren natürlich, ja gut, wenn man Grundeinkommen bekommt, dann gehen die Menschen ja gar nicht mehr arbeiten. Der Staat wäre auf der anderen Seite
dann nicht mehr dafür zuständig, sich irgendwie Gedanken dahingehend zu machen, ob der Lebensstandard einer Familie bewahrt werden könnte, denn es gibt ja dieses Grundeinkommen. Allerdings, ein wirklich wichtiger Einwand wäre der, dass man natürlich durch das Rentensystem, also diese Umlagefinanzierung und den Generationenvertrag, eine gewisse Pfadabhängigkeit geschaffen hat. Also das heißt, man hat einen Weg beschritten, von dem man nicht mehr ebenso runterkommt. Denn durch die Beiträge, die in die Sozialversicherung bezahlt worden sind, beispielsweise im Rentensystem, sind natürlich auch Ansprüche erworben worden und die müssen natürlich in irgendeiner Weise ja, bezahlt werden, diese Ansprüche. Und es wäre natürlich schwierig, einer jungen Generation zu sagen, okay, ihr müsst jetzt noch die Renten der älteren Generation finanzieren, ihr erwerbt aber selber keine Ansprüche mehr, weil es ja jetzt in Zukunft dieses Grundeinkommen gibt. Von daher ein interessanter Vorschlag, der aber nicht so einfach umzusetzen wäre. Gut, nochmal, Sozialleistungen finanzieren sich immer aus dem erwirtschafteten Bruttoinlandsprodukt und zwar völlig unabhängig davon, ob man die Mittel nun über Beiträge oder Steuern beschafft. Solange eine Volkswirtschaft wächst, ist Sozialstaatlichkeit eigentlich problemlos finanzierbar. Wenn eine Wirtschaft allerdings stagniert oder schrumpft, dann wird es natürlich schwierig. Letztlich handelt es sich aber immer bei diesen sozialstaatlichen Diskussionen um die Frage, wie man die Lasten der Finanzierung auf einzelne Gruppen in der Gesellschaft verteilt. Die Frage ist eigentlich immer, wer bekommt etwas? Und wer bezahlt etwas? Und diese Frage muss natürlich die Politik beantworten. Was lernen wir denn jetzt aus dem Ganzen hier für den Sozialstaat in Deutschland? Fazit: Das Grundgesetz nennt das Sozialstaatsgebot in den Artikeln 20 und 28 ganz klar als festen Bestandteil unserer staatlichen Ordnung. Das heißt, erstens, die Politik kann es sich nicht aussuchen, ob die Bundesrepublik Deutschland ein Sozialstaat sein will. Die Verfassung schreibt Sozialstaatlichkeit einfach vor. Zweitens gilt aber auch, dass die Verfassung das Niveau der sozialen Absicherung einfach nicht vorgibt. Der Staat muss zwar dafür sorgen, dass Menschen in Deutschland würdig leben können, ganz klar. Wie umfassend allerdings die soziale Absicherung darüber hinaus sein soll, das ist eine sozialpolitische Frage, über die die Politik immer wieder streiten muss und die die Politik am Ende ganz klar auch beantworten muss.